Ja, hallo zusammen. Hier ist mal wieder Brock, der Baumeister. Es geht heute mal wieder um Tomaten. Ich fange jetzt eine neue kleine Zwischenserie an mit den Tomaten, und zwar Sortenvorstellungen. Das heißt also, die Sorten, die ich habe, die zeige ich euch. Ich vergleiche mit Untersorten. Schneide die natürlich auch mal an, dass ihr mal reingucken könnt, wie sie aussehen, und erzähle so ein bisschen darüber, dass ihr euch überlegen könnt, was ihr euch nächstes Jahr zu Hause hinstellen wollt und wo ihr Spaß mit haben könnt. Ja, wie gesagt, jetzt gibt es ein paar Sortenvideos, und wir fangen heute an mit den Sorten hinter mir, die schon rote Tomaten haben. Das sind frühe Sorten. Das eine ist die Northern Delight, das andere ist die Bloody Butcher, und da erzähle ich euch noch so ein, zwei Sachen jetzt mal dazu. So, also das hier ist die Bloody Butcher, so heißt die. Der blutige Metzger, etwas schräger Name, ich weiß. Und direkt hier neben haben wir diese Northern Delight. Was man so direkt vielleicht sehen kann, ist, wenn ich jetzt ein bisschen weiter weggehe, ist die hier, die Northern Delight, hat mehr Früchte auf einmal dran. Auf die kurze Länge, die sie hat. Und das liegt daran, die ist aus Kanada, die Sorte. Die ist für eine kürzere Vegetationszeit gezüchtet worden. Und deshalb bringt die relativ schnell sehr viel auf einmal. Und wenn die einmal abgeerntet ist, dann ist die eigentlich auch schon ziemlich fertig. Das heißt, dann kann man die Pflanze eigentlich schon ja fast wieder entfernen. Die Bloody Butcher ist, glaube ich, aber in dem Fall bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, aus England. Die bringt halt ihre Tomaten eher nach und nach. Das heißt, auf die Saison gesehen bringt die auf jeden Fall ganz klar mehr Früchte als die andere. Ist auch eine frühe Sorte. Beide Sorten sind, ich sag mal, relativ robust. Also die werden bei mir wirklich regelmäßig gewaschen, also vom Regen nass. Die stehen zwar an der Hauswand, aber ja, im Prinzip, gestern sind die letzte Mal nass geworden. Und sie sind ja trotzdem, wie ihr sehen könnt, sehr gesund. Die Bloody Butcher hat eher sogenanntes Kartoffellaub. Und die andere ist eher normalblätterig. Etwas runder als schon, aber eher normalblätterig. Das wäre noch so ein kleiner Unterschied. Ja, wie gesagt, der Größenunterschied ist da. Und jetzt werde ich auch noch mal von beiden eine Frucht mit reinnehmen. Und dann wird probiert. So, hier haben wir sie noch mal beide. Hier die linke, das ist die Bloody Butcher. Rechts die Northern Delight. Auch das ist ein bisschen typisch. Die Northern Delight ist ein bisschen kleiner. Die Bloody Butcher ist so die typische, wie man so sieht, hier kleinere Salattomatengröße. Und die sind halt ja irgendwo zwischen Salattomaten und Kirschtomaten von der Größe angesiedelt. Ja. Ja, und jetzt wird probiert. Also erstmal eine Northern Delight. Und jetzt eine Bloody Butcher. Ja, also beide haben so ein bisschen Säure-Süßen-Verhältnis, ein ja, recht ausgewogenes, ganz gleichen Hang zur Säuerlichkeit im Moment, aber ich denke, das ist. Oder genau gesagt, ich weiß, das ist die mangelnde Sonne, die wir letzter Zeit hatten. Ich habe die ja schon öfters angebaut, die Sorten. Dann haben die etwas, in normalen Jahren haben die etwas mehr Süße als jetzt, aber es ist immer eine gute, ja, Standardtomate. Es ist nicht so die ultimative, super leckere Tomate. Halt guter Standard. Ich baue die halt immer an, weil die besonders früh sind und damit ich halt besonders früh was zu futtern und zu naschen habe. Gut, das waren die ersten Vorstellungen jetzt. Wenn die nächsten Tomaten reif sind von anderen Sorten, dann gibt es natürlich weiter Vorstellungen und natürlich auch zwischendurch immer wieder mal ein normales Tomatenvideo. Dann hoffe ich, ihr habt auch selber was zu ernten. Viel Spaß noch, und wir sehen uns. Ciao.